Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den neuronalen Netzen. Heute fangen wir sozusagen mit einem Unterthema im Unterthema vom Großthema, ja egal. Auf jeden Fall fangen wir mit was Neuem an und zwar Autoencodern. Im Prinzip haben wir schon ein bisschen was dazu gemacht, nämlich mit den RBMs, aber dazu komme ich auch noch. Heute nur eine kleine Motivation, was denn ein Autoencoder bitte sein soll und warum das geil für mich ist. Hier sehen wir eine stinknormale Zahl. Wir nehmen jetzt einfach an, wir haben hier die Zahl 2 angelegt. Das heißt, wir haben hier 0, 1, Vorsicht, keine Binärdarstellung, sondern Unärdarstellung. Das heißt, eine 1 ist die erste Ziffer hier, also hier eine 1 und überall sonst eine 0. Eine 2 hat hier eine 1, überall sonst eine 0. Eine 3 hat hier die 1 und überall sonst eine 0. Und eine 4 hat hier die 1 und überall sonst eine 0. Total ineffiziente Darstellung. Aber wenn man bedenkt, dass man nur binär kann, können könnte, dann ist es immer noch eine Möglichkeit. Das heißt, wir brauchen hier 4 Neuronen, um Zahlen von 0 oder von 1 bis 4 einschließlich jeweils darzustellen. So, und was wir jetzt machen ist, wir nehmen eine Hidden-Schicht, die nur aus 2 Neuronen besteht. Also eine und noch eine. Und wie bei einem normalen Feed-Forward-Netz verbinden wir alles miteinander, ganz normal. Und hier hinten haben wir nochmal genau dasselbe, was wir gerade schon reingesteckt haben. So, und was unser Netz jetzt hier trainiert, wenn man es ausreichend, also im Prinzip 4 Trainingsdaten gibt, nämlich 0 oder 1, 2, 3 und 4, wenn man diese 4 Trainingsdaten genug dadurch propagiert und den Fehler behebt und so weiter und so fort, wisst ihr, was unser Netz dann lernt? Dann lernt es binär zu arbeiten. Das heißt, es stellt unsere Daten hier nicht mehr mit 0, 1, 0, 0 dar, sondern es stellt unsere Daten, also wenn das jetzt 2 ist, oder besser gesagt 1, weil binär von 0 bis 3 kann man mit 2 Neuronen darstellen, dann lernt unser Netz, okay, eine 1 ist 1, 0 und eine 0 ist 0, 0 und eine 2 ist 0, 1 und eine 3, naja, das ist 1, 1, weil das ist die einzige Darstellung, die ohne Fehler auf das richtige Ergebnis führt. Und das ist ziemlich geil, wenn man sich das überlegt, dass das Netz das wirklich von selber lernt. Wir legen hier einfach bloß Input und Output jeweils dasselbe an. Und das Netz findet irgendwas Effizienteres zum das Ganze kodieren. Und sowas nennt sich ein Autoencoder. Das heißt, wir wollen sozusagen unser Netz dazu bringen, die beste Kodierung für irgendwas zu finden. Zum Beispiel für Sprache oder sowas, also für natürliche Sprache, haben wir ja nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwie was effizienter zu kodieren, beziehungsweise wir wissen zumindest nicht direkt von Haus aus, wie das funktioniert. Und da so ein neuronales Netz drüber laufen zu lassen, das mir dann eine bessere Enkodierung ausspuckt, die vielleicht nur noch 20 oder 40 Neuronen statt 100 beziehungsweise 200 braucht, ist sehr, sehr viel effizienter. Denn dann kann ich hier sagen, okay, ich nehme jetzt einfach diese Hidden Neuronen als neuen Input, denn ich freeze jetzt einfach meine Gewichte hier, also ich merke mir diese Gewichte. Hier außen lege ich meine Sprachdateien an und das da schmeiße ich weg. So, und jetzt habe ich ein neuronales Teilnetz sozusagen, das mir meine Dateien hier oder meine was auch immer sehr, sehr effizient kodiert und möglichst wenig Fehler damit macht. Und dann kann ich diese Hidden Neuronen hier weiter verwenden für ein weiteres Netz. Und ich habe meine Dimension drastisch reduziert. Ihr müsst euch immer vorstellen, wir haben hier Dimensionen, also ich kann natürlich auf dem Blatt nicht so viel zeichnen, aber in der Praxis hat man häufig mal so 1000 oder sowas Hidden Neuronen oder 10.000 oder 20.000 Input Neuronen. Und je mehr Input Neuronen wir haben, desto länger muss das Netz natürlich auch trainiert werden und desto mehr Daten brauche ich. Denn wir kennen das ja vom Fluch der Dimensionalität, habt ihr wahrscheinlich schon bei mir gehört. Je mehr Neuronen wir haben, desto leerer ist unser Raum. Also ihr könnt euch das vorstellen, wir sind in einem 10.000 dimensionalen Raum. Ihr befindet euch gerade, wenn ihr hier am PC sitzt, in einem dreidimensionalen. Und um 10.000 Dimensionen voll zu kriegen mit Daten, da braucht man so viele Daten, so viele Trainingsdaten. Das ist einfach quasi nicht machbar. Und wenn wir jetzt hier von 10.000 Dimensionen auf 200 runterkommen, dann brauchen wir plötzlich viel, viel weniger Daten, um das Ganze zu trainieren. Und das ist wirklich sehr geil. Deswegen macht man das meistens mit so einem Autoencoder und dann hinten dran fängt das eigentliche neuronale Netz erst an, damit man eben nicht so viele Daten benötigt. Ja, das ist im Prinzip die Motivation, warum Autoencoder geil sind. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die PCA, die ich wahrscheinlich schon vorgestellt habe. Im Prinzip, oder die
LDA, im Prinzip macht unser Autoencoder hier nicht arg viel anderes. Im Prinzip, wenn wir hier eine lineare Aktivierungsfunktion, also sowas wie unser Threshold haben, dann ist das ziemlich genau eine PCA, also eine Principal Component Analyse. Wenn ihr es nicht wisst, was es ist, schaut in der Playlist nach, da steht so ziemlich, oder da sage ich eigentlich alles dazu. Aber wir können ja bei einem neuronalen Netz auch andere Funktionen holen als eine lineare Aktivierungsfunktion, also was anderes wie Threshold. Und dazu möchte ich euch dann, na wobei, das können wir eigentlich jetzt noch machen. Man nimmt dazu eine nichtlineare Aktivierungsfunktion, um eben nicht dasselbe Ergebnis wie eine PCA zu erhalten, denn die sind ja manchmal nicht optimal. Wir wollen ja vielleicht einfach das beste Ergebnis erhalten. Und das können wir im Prinzip mit einem Sigmoid machen, aber wir werden kein Sigmoid benutzen, denn Sigmoid kann nicht negativ werden. Und wir wollen natürlich eine Funktion haben, die auch negativ werden kann. Zumindest manchmal braucht man eine Alternative zum Sigmoid. Das ist einfach keine Ahnung, wieso man jetzt auf einmal eine andere Funktion benutzt. Sie sind sich sehr, 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 sehr ähnlich. Also Sigmoid und Tangens Hyperbolicus, das ist die Funktion, die wir benutzen werden. Aber einfach mal ausprobieren, mit was ihr bessere Ergebnisse erzielt. Manchmal ist Sigmoid besser, manchmal ist Tangens Hyperbolicus besser. Eine von beiden ist es eigentlich immer. Und ich habe euch die mal vorbereitet. Und zwar sehen wir die hier. Also Phi von x ist der Tangens Hyperbolicus. Der sieht so aus. E hoch x minus E hoch minus x. Also insgesamt geteilt durch E hoch x plus E hoch minus x. Und wenn wir das Ganze ableiten, dann kommen hier wieder ziemlich genau fast dieselben Funktionen raus. Nämlich 1 minus dem Tangens Hyperbolicus von x und das Ganze zum Quadrat. Ja, sehr, sehr praktisch. Und wie gesagt, einfach mal ausprobieren, was für euch besser funktioniert. Ob Tangens Hyperbolicus oder eben Sigmoid. Genau. Also im Prinzip ist das schon alles, was ihr wissen müsst für diesen Autoencoder. Ihr legt vorne dasselbe an und hinten dasselbe an. Ihr könnt natürlich auch vorher noch irgendwelche anderen Hidden-Schichten machen, aber im Endeffekt braucht ihr eine Hidden-Schicht, die euch eine neue Codierung wirft. Und das ist genau die Hidden-Schicht vor der Ausgabeschicht. Also ihr schmeißt immer genau eine Ausgabeschicht weg und das davor ist dann eure neue Codierung im Normalfall. Davor kann natürlich noch Hidden-Schichten, so viele ihr wollt, haben, aber das ist dann quasi eure neue, effizientere und bessere Darstellung von euren Daten. Gut, wie gesagt, probiert aus, was für euch am besten ist und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Es gibt noch mehr zu Autoencodern, was ihr wissen solltet oder auf jeden Fall was Geiles. Okay, bis dann, ciao!